Hey Leute, was geht ab? Granate meldet sich mal wieder zurück. Ja, und heute mit einer Runde MW3 mal wieder Team Deathmatch auf Underground, meine ich, ist das. Und zwar hauptsächlich mit der Schotte hier, Modell 1887. Das hat einfach Stil. Und als Sekundärwaffe, glaube ich, TMP Schallgedämpft. Ja? Und ja, ich spiele größtenteils mit der Schrotflinte, aber halt auch den ein oder anderen mit der TMP weggehoont. Denn ja, auf Distanz ist ja nun mal mit der Shotgun jetzt nicht allzu viel zu machen. Und das Blöde ist, am Anfang kriegt man mit dieser Waffe verdammt viele Hitmarker, ja? Bis man dann erstmal Schaden oder Reichweite hat. Das dauert ein bisschen. Und ab da an geht das dann auch richtig gut ab. Ja? Also, naja, daher habe ich jetzt auch nur niedrige Killstreaks dabei. Weil ich, ja, einfach gedacht habe, ja, gut, hier eine 7er, 8er Streak, eine 9er Streak. Sowas werde ich eh nicht hinkriegen, ja. Ja, da bleibe ich lieber bei kleineren, die ich dann ein bisschen öfter absahne als einmal im Spiel oder einmal in 5 Spielen mal eine größere. Das lohnt sich nicht so richtig, ja. Dann lieber kleinere, ja. Da muss man ja auch realistisch bleiben. So, und oh, als Killstreak empfehlen kann ich übrigens nur Reaper AC-130 und dann den Osprey Gunner. Das ist einfach nur sahnemäßig, wenn ihr bis zum Reaper kommt. Ich weiß ja nicht, wie gut oder schlecht ihr seid, dass, wenn ihr nie den Reaper oder nur richtig, richtig selten den Reaper kriegt, macht das natürlich eher weniger Sinn. Aber wenn ihr doch schon relativ häufig den Reaper kriegt, probiert das einfach mal aus. Das ist richtig geil. Man liegt zwar, wenn man den Reaper kriegt, ab da an ziemlich lange irgendwo in der Ecke rum in seinem Köfferchen vertieft, aber das geht schon ordentlich ab, denn wenn man einmal beim Reaper ist, stehen die Chancen wirklich gut, dass man den Osprey Gunner auch kriegt. Und dann, ja, wie gesagt, kann die Post ordentlich abgehen, selbst hier auf die Distanz. Komm, ich fand, ich war da perfekt drauf. Wieso kriegt man da einen scheiß Hitmarker? Sowas ist immer mies. Naja, wie dem auch sei, boah, das halbe Video ist schon fast um. Aber naja, wisst ihr, es gibt so, meiner Meinung nach, 2 Spiele, bei denen die Grafik über die ganze Zeit gleich bleibt. Ich habe ja jetzt hier endlich mal Blobs 2 vorbestellt und deshalb World at War dazugekriegt als Vorbestellerbonus, als einen der Vorbestellerbonus. Das Spiel macht übrigens richtig Spaß. Da wird bald auch mal ein Commentary kommen. Und ja, und im Grunde ist die Grafik die gleiche. Teilweise gefällt sie mir sogar fast noch besser als hier. Ja? Also da merkt man jetzt nicht so die deutlichen Unterschiede. Wenn man sich da andere Spiele anguckt, ja, zum Beispiel Max Payne 3, Battlefield oder so. In Battlefield, gut, Bad Company 2 und so, da war die Grafik auch schon richtig geil. Aber Battlefield 3, da hat das nochmal einen ordentlichen Sprung getan. Und auch Max Payne 3, den zweiten Teil habe ich auch als Vorbestellerbonus dazu gekriegt. Ich habe ihn angespielt, dann aber wieder deinstalliert, weil mir die Grafik nicht so zugesagt hat und ich das ein bisschen langweilig fand, muss ich zugeben. Ja, und da merkt man aber auch bei Max Payne 3, boah, richtig geile Grafik dann. Man sieht immer richtig die Entwicklung von Spiel zu Spiel. Die Grafik wird einfach deutlich geiler. Hier wollte ich einfach mal den Kill mit der Schrotflinte machen. Es gibt ja im Grunde mehr Punkte für die Schrotflinte. Also nicht mehr Punkte, aber ich komme halt schneller zu den... ich level halt schneller mit der Schrotflinte und ich möchte so schnell wie möglich mit der Schrotflinte halt auf Schaden. Inzwischen habe ich die in Gold, aber was soll's, nicht wahr? Naja, und es gibt meiner Meinung nach so 2 Spiele, bei denen man richtig sieht, oh, die Grafik verändert sich nicht. Es gibt sicherlich noch mehr, euch fallen da bestimmt noch haufenweise andere Spiele ein. Mir sind aber jetzt so auf Anhieb nur die beiden eingefallen und das wäre Call of Duty und WoW. Ja, World of Warcraft, ja hier Mists of Pandaria, glaube ich, heißt das neue. Ich war ja noch nie so, haha, hier übelst Luck, Junge, nochmal eine AC-130 zum Schluss abgesahnt. Nie so der World of Warcraft-Fan, also was heißt nicht so der Fan, ich mag das Spiel nicht, hab's nie gespielt, werd's nie spielen, hoffe ich. Und ja, da ist die Grafik ja auch im neuen Spiel einfach nur kacke, finde ich. Ja, und das Spiel braucht anscheinend einfach keine bessere Grafik. Die Leute, die das suchten, die sind möglicherweise süchtig, was weiß ich.
Und dann braucht man einfach keine gute Grafik. Genau wie MW3. Ach, Call of Duty. Das Spiel wird einfach gekauft. Da der Lappen hat auch eine AC-130 in der Kiste gehabt. Kann die aber nicht benutzen, weil ich hier schon in meiner Rumdödle. Ja, ja. Pech muss man haben. Und ja, Call of Duty. Ich meine, die Leute kaufen das Spiel so und so. Insofern, wofür so viel Zeit in eine neue Grafik investieren? Ich meine, Zeit ist Geld in dem Jargon. Insofern lohnt sich das für die beiden ja gar nicht. Und andere Leute brauchen halt mehr Leute, die das Spiel spielen. Und das kann man zum Beispiel durch richtig geile Grafik erreichen. Und ich meine, heutzutage, wenn du heutzutage eine scheiß Grafik hast, ja, in einem Spiel, dann kauft das Spiel quasi keiner. Es sei denn, du hast schon die Leute, die das sowieso kaufen. Wie bei, weiß ich nicht, MW3 oder Black Ops 2, generell Call of Duty oder hier World of Warcraft. Naja, das war's mal wieder. Es ist 23:03 ausgegangen und naja. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, leck mich am Arsch, Muchachos, seid ihr ein geiles Publikum.